Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR. Ja, neuer Dino, neues Video, und zwar ist gerade frisch ein neuer Pflanzenfresser dazu gekommen, und zwar der Triceratops oder auch bekannt als Trike. So, hier ist das gute Stück, sieht erstmal sehr geil aus, ist eine gute Alternative zum Diabloceratops, denke ich, wird ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger sein. Wir haben derzeit drei Skins. Obwohl der ein bisschen merkwürdig aussieht. Ja, der sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich nehme den Standard-Skin, den finde ich persönlich ganz geil und sehr natürlich. Ich stehe mir so auf eine natürliche Skins. So, wir starten das Ganze jetzt hier auf einer HQ-Testmap. Man sieht, dass UD hat sich auch geändert unten. Ich finde es ein bisschen... Es sieht besser aus. Es sieht besser aus als das alte. Aber ich würde es dennoch ein bisschen kleiner machen vielleicht. Es nimmt mir zu viel Platz weg. In der Mitte haben wir die Stamina, so wie es aussieht, oder? Ja. Stamina geht bei dem eigentlich recht relativ langsam runter, finde ich. Das ist okay. Das sieht ganz gut aus. So, wir starten auch nicht mehr ganz so hungrig und nicht mehr ganz so durstig. Das finde ich auch okay. Ich glaube, letzte Woche war das. War das letzte Woche? Ja, kann sein. Wo das noch so wenig war. Also vor diesem Patch quasi jetzt, vor dem Triceratops-Patch. Da war das ja, da ist man ja mit so einem kleinen Müh gestartet und das war einfach zu wenig. So. Ja, wir gucken uns das jetzt hier ein bisschen an. Und dann werde ich auf einen regulären Server gehen und dann werden wir uns ein paar Gegner suchen, denke ich mal. Ja, animationstechnisch. Hat so ein bisschen was vom Moonwalk hier, ne? So ein bisschen. Es ist okay. Was hat er für ein Schrei? Ähnlich wie der Diabloceratops, bloß ein bisschen kräftiger, finde ich. Ansonsten sieht das ganz sauber aus. Ich finde es cool. Was haben wir für Attacken? Ah, okay. Wir können im Stand. Aber die frisst ordentlich Stamina, also es geht ordentlich weg. Dann können wir mit Rechtsklick können wir regulär kämpfen. Und im Laufen können wir auch nochmal regulär. Okay. So. Jetzt habe ich mal den Galopp an. Das geht auch. So ist normal gehen. Galopp ist ein bisschen schneller. Ist alles... Jetzt rennt er so ganz gechillt, finde ich, ne? So. Alter, was willst du? Mir kann niemand was. Yeah. Es fehlt eigentlich noch die Sonnenbrille. Yeah, Baby. Er geht ein bisschen gechillt, finde ich, ne? Aber es ist ganz cool. So, was frisst dieses Tier? Wir gehen am besten mal in den Wald rein und gucken, ob wir regulär einfach hier ein paar Bäume naschen können. Oder können wir direkt hier Wiese essen? Ich weiß das nicht. Nee, das geht nicht. Ich denke mal, das wird Spaß machen mit diesem Tier. Jetzt setzen wir uns mal hin. Wie sieht das aus? Jo, sieht auch ganz chillig aus. Stamina lädt sich auch recht schnell wieder auf, finde ich. Ne? Wir gucken mal die verschiedenen Sounds durch hier. Den Broadcast. Okay. Friendly. Das ist gut. Gelangweilt. So, Frieden. Nee, das machen wir so nicht. Das machen wir so nicht. Das ist geil. Was haben wir hier noch? Und Help. Das hat wehgetan. Auf jeden Fall. So, wie sieht's aus, wenn er humpelt? Ja, sieht auch sehr gut aus. Also wie gesagt, wir können es ja einmal vortäuschen und wenn wir ganz wenig Energie nur noch haben, dann humpelt er auch. Ich finde, eine Energieanzeige fehlt noch. Das sollten sie noch mit einbauen. Weil derzeit sehe ich das ja nur über die Konsole. So, dann rennen wir mal schnell jetzt in den Wald. Ich denke mal, wir können jetzt einfach hier Bäume fressen. So wie die anderen Pflanzenfresser auch. Aber ansonsten geht das Stamina recht langsam runter. Ich find's geil. Also der kann eine ganze Weile laufen, so wie es aussieht. Muss er auch. Ich bin gespannt, was der im Gefecht so drauf hat. Das ist schon cool, das Vieh. Wenn man da so eine schöne Herde bildet, dann wird das bestimmt lustig. Ich denk mal, der könnte es schon mit dem T-Rex aufnehmen. Der macht bestimmt ordentlich Damage. So. Ich glaube, hier so ein Baum. Ach ja, gut. Wir können ganze Birken essen. Also anders funktioniert es derzeit noch nicht. Ich glaube, dass die spezielle Gräser jetzt fressen, das ist derzeit noch deaktiviert. Wir können einfach Bäume essen.
Ist natürlich für die Pflanzenfresser ein Vorteil, ne? Der Fleischfresser muss ja immer jagen die ganze Zeit und wir können hier einfach schön Bäume naschen. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe den letzten Platz bekommen auf meinem HQ-Server hier. Nicht auf meinem selbst gehosteten, sondern auf dem ich immer spiele. Und der ist knackenvoll. Ich habe jetzt ewig gewartet und den letzten Platz bekommen. Die haben sie auch schon auf 60 jetzt aufgestockt. So, geht direkt los. Und wir haben mal Tageslicht. Sehr geil. Ich weiß... Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Fleischfresser dürften ja auch hier bestimmt in den Wäldern rumhausen. Und mal nebenbei ein bisschen was essen und dann gucken, was wir hier so drauf haben. Denn ich denke, es wird nicht lange dauern, dass ich mich hier verteidigen muss. Kann ich auch diesen großen Baum essen? Kein Problem. Oh, der ist wieder da. Jetzt ist er weg. Der tut bestimmt weh, wenn er wieder rauskommt. Ja, das schmeckt dir gut, ne? Kann ich auch diese Fahne hier essen? Die Fahne nicht. Derzeit können wir nur Bäume essen. Ganze große Bäume. So. Ja, die Kanus sind auch schon wieder unterwegs. Ich müsste erstmal ein Wasserloch finden. Wasserloch wäre jetzt wohl ganz angemessen. Aber ich denke, wenn ich da hinten über den Berg rüber bin, dann werden wir auch schon was sehen. Tap, 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 tap. Auf jeden Fall tut er schön stampfen hier. Tut er schön stampfen. Was ein Deutsch. Sehr gut, Marlin. Ach, das ist diese komische Steppe hier, glaube ich. Mit diesen komischen Findlingen, die überall stehen. Interessant. Auf jeden Fall sind hier 60 Leute drauf. Der Server ist voll. Beim letzten Mal, wo ich gezockt habe, waren es nur 50. Und wie gesagt, die Server werden jetzt auch... Ich habe schon 100 der Server gesehen. Aber die spielen nur die reguläre Map. Also keine HQ-Map. Und wenn man HQ die ganze Zeit spielt, möchte man das andere nicht mehr spielen. Sieht ja nicht so hübsch aus. Achso, mein Stamina ist alle, verdammt. So. Dann machen wir mal den coolen Trott hier. Ich bin das coole Trike. Ja. Wie gesagt, ganz lässig suchen wir jetzt einen Gegner. Ich hoffe, wir finden auch noch einen. Ich glaube, ich muss in die Richtung von dem großen Monolithen da hinten. Da war auf jeden Fall irgendwo ein Wasserloch. Das sieht auch so wie Wasser aus da unten, ne? Das ist aber nicht. Nee, nee. Das ist ein ausgedörrtes Loch. Das klingt doch irgendwie falsch. Eigentlich müsste ich mich ausruhen, glaube ich. Damit wir uns ein bisschen schneller bewegen können, aber... Also immer schade, man startet immer da, wo keine Action ist. Naja, soll ja auch so sein, ne? Man soll ja nicht direkt ins Gefecht starten hier. Man soll auch eine Chance haben, sich ein bisschen zu regenerieren, denke ich. Aber es wird feste Spawnpunkte geben, so, und der Treff ist halt in der Mitte der Insel, denke ich. So. Dip, dip, dip. Und wollen wir gleich sagen, dass wir hier sind? Vielleicht hört uns ja einer. Achso, wir müssen ja nochmal was fürs Thumbnail machen. Mal, das sieht ganz hübsch aus. So. So sieht gut aus. Ja. Thumbnail muss ja auch gut aussehen, ne? Das ist ja immer das Wichtigste mit. Aber grafisch, wie gesagt, wunderschön. Also, sehr geil. Kamen jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, so viele Dinosaurier rein hier. Das ist Wahnsinn. Die geben so Gas, die Jungs. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf den Flugsaurier. Die Menschen sollen wohl Flugzeuge bekommen, so viel ich gehört habe. Die müssen sich auch irgendwie dagegen wehren können. Flugdino wird bestimmt sehr geil. Oder die Schlange, das Krokodil, eine Schildkröte, was ich nicht schon alles gesehen habe. Ich höre doch was.
ist das? Das sind Raptoren. Der hat geantwortet, ne? Ach, da unten! Ein Dryo! Hey! Oh, ist der süß! Oh, guck mal! Ist das ein Hinterhalt? Greifst du mich jetzt an? Oder willst du mir einfach folgen? Oh. Was kommt da? Da kommt was. Ach, ein Langhals. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Das ist der Hammer. Wir müssen uns zum Großen. Ja, komm, wir gehen zum Großen. Weil da haben wir auf jeden Fall besseren Schuss. Hier fehlt eindeutig noch der Voice-Chat. Wir brauchen diesen Voice-Chat. Ganz schnell. Ich will mich mit den Leuten unterhalten können. Es ist so genial, dieses Spiel. Ohne Scheiß. Ja, ich schwärme gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, gute Arbeit soll ja auch, ne, gut gesprochen werden. Es hat sich so angehört, als wenn der aus der Ferne geschrien hat. Der ist so leise. Der ist so klein. Guck mal, ich könnte ihn jetzt mit einem... Klack, könnte ich den jetzt vernichten. Aber das machen wir nicht. Oder? Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Action zeigen. Das ist natürlich doof hier jetzt, dieser Verband. Ich dachte, der den platt stampft. Ach, der bleibt schön da unter. Geil. Das ist natürlich sehr geil jetzt. Würde ich auch so machen. Das ist so ein kleiner Parasit, ne? Klebt mir am Arsch so ein bisschen. Godzilla Joe hier. So, wo sind die Fleischfresser? Ich brauche Action. Mimi! Klingt... Oh, das, wie das Bild wackelt. Ich werde gerade seekrank irgendwie. Das ist eher schuld. Es ist mir trotzdem alles nicht geheuer. Da oben. Naja, wir haben ihn alle schon gesehen. T-Rex. Ich werde mich mal schnell aufladen. Denn ich brauche jetzt den Speed. Wir haben dich gesehen, mein Freund. Oh, wie er da steht. Wie er da steht und uns... Was war das denn eben? Oh. Ich hab noch nicht genug für eine Attacke. Ich muss mich noch ein bisschen aufladen. Na komm. Lad. Oh, das reicht für eine Attacke. So, ich wage es jetzt einfach. Oder ich drohe ihm einfach nur. Es scheint freundlich zu sein, ne? Ich meine, ich will mir jetzt hier keinen schlechten Ruf machen, indem ich den einfach so angreife. Ich weiß nicht, wer ist das überhaupt? Hm. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt grundlos hier Leute angreife, ist es doof. Das ist wirklich doof. Da unten, Kano. Den mach ich, den greife ich an. Komm her. Ach, ich will jetzt nicht meinen Scheiß verschwenden. Ich komme ja nicht mal ran an das Viech. Komm, lass mich wenigstens jetzt einen noch töten hier. Oh. Der geht gemütlich und ich sprinte. Ich komme nicht ran. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, du willst von hinten, ne?
Also der T-Rex scheint auf unserer Seite zu sein. Das ist ein, Vegetarier. Ne? Ein veganer Rex. Alles klar. Schade, ich wollte ihn ausnocken jetzt. Also die scheinen hier alle sehr viel Respekt zu haben. Weil ich denke, hätte ich jetzt in Diablo Ceratops gespielt, dann hätte der Kano mich angegriffen. Ich traue dem aber irgendwie nicht. Aber wieso rennt... Das geht so nicht. Ihr kannst nicht... Ist nicht sauber, glaube ich. Also ich schätze mal, das Ding wird hier ordentlich Power haben. Weil der Kano ist geflüchtet. Ja. Ich weiß nicht, was der Rex vorhat. Ich habe keine Ahnung. Sauber ist er nicht. Ich behalte ihn auf jeden Fall im Blick. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ne? Er schleicht auch mal so ein bisschen auf meine Seite rüber, finde ich. Er guckt mir zu oft rüber. Weil er muss mich von hinten attackieren, weil ich glaube, von vorne hat er keine Chance. Er muss mich hinter meinem Kopfschild ergreifen, sag ich mal. Erwischen. So, da vorne müsste irgendwo Wasser sein. Ich glaube, bei diesem Felsen ist irgendwo Wasser. Mehr ist hier auch nicht unterwegs. Komm, ein Kampf. Ein Kampf. Gib mir einen Kampf. Nur ein Kampf. Ich will meine Hörner in Fleisch bohren. Das sieht echt böse aus. Die machen bestimmt ordentlich Aua. Vorne rennt der Kano auf jeden Fall noch. Der flieht immer noch. Sehr schön. Hat er Angst gehabt. Hätte ich an seiner Stelle, glaube ich, auch. Ob der Kano kräftig... Ah, ist ein Wasserloch. Ah, da werden wir auf jeden Fall jetzt noch... Ja, die Zeit nehmen wir uns einfach noch. Da rennen wir noch schnell hin, checken das Ganze mal ein bisschen ab. Gucken uns seine Trinkanimationen noch an. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ich könnte jetzt hier den ganzen Wald, glaube ich, leer fressen. Sonst kommt der Bronto gar nicht durch hier. Da ist er. Da ist hier den Kano. Die feige Sau, die haut ab. Aber wir haben Wasser. Ich glaube, hier bin ich auch schon mal drauf gegangen. Wasser! Weil wenn man als Pflanzenfresser so... ist man ja friedlich unterwegs, ne? Ich habe ja keinen Druck, den da anzugreifen, den Rex. Ich passe nur auf. Aber er hat Druck, mich anzugreifen, weil irgendwann muss er ja fressen. Und deshalb glaube ich auch, dass er uns irgendwann... Ich kann nicht trinken. Guck mal. Wird nix. Ne. Also trinken tut er nicht. Ich drücke auch die richtige Taste, aber er trinkt nicht. Ich kann irgendwie gerade gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob das derzeit ein Bug ist. Ach, jetzt habe ich getrunken. Alles klar. Wahrscheinlich ist mein Ping hier gerade so hoch oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reagiert er nicht. Ah. Das sah schon mir verdächtig nah aus. Weil irgendwann muss der Gute ja essen. Er ist mir echt... Ist mir zu dicht. Geh weg. Du bist mir zu dicht. Ich muss meine Augen immer hinten haben. Hm. So, hier zeigt... Hier ist auch keiner mehr in der Nähe, glaube ich. Der Rex bleibt da. Wir gehen nochmal ein Stück hier hoch. Aber der Kano ist über alle Berge. Wie ein kleines Hühnchen ist er geflohen. Nix da. Der will nicht kämpfen.
Ja, gut. Ich denke, wir haben soweit alles gesehen. Die Attacken haben wir ja gesehen. Leider jetzt keinen richtigen Kampf gehabt, aber ist ja nicht so tragisch. Ich finde ihn ganz geil. Also muss ich sagen. Also besser als der Diablo Ceratops. Mit mehreren macht das auf jeden Fall, denke ich, richtig Spaß. Ja, Dienstag wird es wieder... jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Dienstag wird es wieder einen Stream geben. Ich denke, ich werde dann das Tier im Stream nochmal eine ganze Weile spielen. Da wird es auf jeden Fall zu Action kommen dann. Gut, dann sage ich an dieser Stelle, das war euer Martin. Tschüss, bis zur nächsten Folge.